So, haben wir gemacht. Gibt's noch irgendwo anders eine Sicherung? Nein. Rein da. Hammer, ich höre den Hammer. Ich wollte sagen, steck mal den Hammer rein. You broke the game. Das klappt ja doch super. So, Hammer. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Einzigartig, unglaublich. Mm. Ja, wisst ihr, was der Hammer ist? Nützlos. Nee, war nicht gut. Nee. Aber ich muss den einmal loswerden. Das, so. Aber jetzt kannst du wenigstens. Wir hauen der Mutter einen aufs Maul. Das gibt's doch gar nicht. Muss ja auch irgendwas geben. Komm mit. Jetzt muss ich mich ja wieder bewegen. Komm in den Tod. Folge dir mit der Schaufel. Hier rechts ging es nicht lang, ne? Nee, da war eine Wand. Ja, du kannst wieder baden gehen. Kannst du tauchen gehen? Na, ja, hier ist noch nichts. Shit. Also hier geht's nicht lang. Das ist 2D. Also. Und ich kann das Ding wahrscheinlich. Ach, ich hab den Ding jetzt dran. Nee, ich hab das mit der Hand gemacht. Das mit der Hand, ja, aber. Ah, geht auch nicht mehr. Ich hab keine Interaktionsmöglichkeit mehr. Ich will dem Hund mit der Schaufel eins überbraten. So, wir können ja mit dem Knochen interagieren. Das muss ja irgendeinen Sinn haben. Vielleicht. Irgendwas in. Na, das bringt ja nichts, wenn die jetzt nochmal das Hundefutter hätte und während wir ihn wecken, dass wir ihn. Das ist vergiftet, aber. Es ist ja schon vergiftet, ja. Kipps. Please stop your barking. Muss ich vielleicht mit der Mutter reden? Nimm die Suppe, während wir den Hund hier ablenken. Weil dann guckt sie nämlich rüber zum Hund. Moment. Jetzt. Please stop your barking. Du hast noch einen Schlüssel, nein. Ich kann nichts machen. Lass den Schlüssel. Ja, genau, dann haben wir los. Genau. Du musst ein bisschen weiter zu uns, sonst kann man nicht interagieren. Warte, ich mach's so. Übernimm. Und. Nimm. Geht nicht? Nein, ich bin nicht. Die war gut. Oh, das Rattengift. Gib das Rattengift in die Suppe. Oh, jetzt wird's lecker. Oben. Oben. Die sagt doch die ganze Zeit: Nee, das ist nicht für die Ratten, das ist für uns, bla bla. Ja. Vielleicht müssen wir es eben doch den. Wir müssen einfach sagen, wir haben schon aufgegessen und geben es dann dem Vater. Ja. Was müssen wir lassen? Nee, weiter unten, glaube ich. Aber ich habe den, glaube ich, auf den Haufen gelegt, wo auch das andere Ding war. Ja, das war weiter. Ah, nee, das. Ah, stimmt. Genau. Hab ausgetauscht. Ich kenne mich halt aus. Die Steuerung macht mich noch irre. Ja. Please stop your barking. You don't want to upset the twins like the last dog did. Soup is ready and it smells delightfully delicious. Ganz toll. Ich wollte mich umbringen. Why don't you two darlings go wash up for dinner? Don't take too long or we might start without you. Gut, dann machen wir mal die Hände, ne? Wenigstens wurden sie so in dem Punkt gut erzogen. Ja, sie kann zumindest nicht die Hände waschen. Ja. Und jetzt, wenn wir runterkommen, ist Mutter bestimmt schon tot, weil sie davon gekostet hat. Ja. The twins might be turning over a new leaf. Ja. Da. Und jetzt. See, this is why I never had kids. Segne uns alle und mit diesen Worten schlägst du gegen mein Mikrofon. Ich hab dich dagegen geschlagen. The point is, the twins. Well, I don't know if there is a point to their madness, but they may find their newfound freedom comes at a cost greater than they're capable of imagining. And as with the rest of our travelers, and perhaps even you, I guess only time will tell. Shall we continue our journey? It's been so enlightening thus far. Oh, I can't wait to see what happens next. So. Die Frage ist, wer geht jetzt durch?
alle, weil das Ding wahrscheinlich oben bleibt. Nicht. Oder du musst. Nee, das war oben. Das war vorne. Genau. Es gab so was war links? Links konnten wir auch noch. Ah, irgendwas also. Mal dahin. Wir gucken erst, was hier ist. Vielleicht geht's ja hier gar nicht weiter. Lauf nicht zu weit vor ohne Kamera, aber nicht, dass du gleich einen Abgrund runterfällst. Genau hier nämlich. Dynamit wahrscheinlich. Oder irgendwie so. Oder ähnliches. Oder ähnlich. Mit der Schaufel geht's nicht. Gut. So kommen wir hier nicht. Höchstens, du musst dich durchteleportieren. Das könnte natürlich sein. Aber warten wir erstmal. Bevor wir das machen. Kommst du? Ich wollte es gerade testen, aber so. Ja, nicht dich, dass du durch und gleich runterfällst. Dann komme ich wieder. Ja, aber nicht, wenn du unten bleibst. Dann kann man hinten das Ding nicht mehr aufmachen. La 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 la. Ja, hey Billy. Du bist top. Hey Billy. Alter. La. Screw you. Ey, ich kann nicht übers Wasser schweben. Warum nicht? Der Hund lebt jetzt noch, gell? Noch lebt der Hund, ja. Okay. Schade, dass du es nicht vorher gemacht hast. Wahrscheinlich gab das auch noch ein Achievement. Wenn man den Hund gleich mitgetötet hätte. Ja. Okay, also hier kommen wir nicht rein. Warte mal. Wir brauchen den Schlüssel. Oder? Nee, wir kommen da nicht mehr hoch. Hier kommen wir auch nicht hoch. Wir müssen wahrscheinlich irgendwas erstmal holen oder so. Dann kriegen wir vielleicht eine Waffe, ein Item oder so, mit dem wir dann. Aber wir können doch jetzt nirgendwo mehr lang, außer zu den beiden. Ja, außer da rechts. Du kannst da jetzt durchporten. Wahrscheinlich. Hoffen wir mal. Und den Schlüssel kriegen wir nicht mehr, oder was? Nö, kommen wir nicht mehr hoch. Warum hast du den nicht mitgenommen? Haha. Wir haben auch noch die Moment, Schlauze. Ich hab's mit dem Schlüssel geöffnet. Ich hab den Schlüssel dann immer gehabt. Ach, der ist ja verschwunden? Ja. Okay, ja gut. Dann. Sonst wäre ich ja nicht rausgekommen. Könntet ihr mal backen? Backen? Schubidu. Oh, war ja eine Tür, eine verschlossene Tür. Ja, versuch mal. So, super. Jetzt guck mal, fahr mal runter. No doubt you have realized by now that here in the cave. The rules of time and space are not exactly, well, set in stone, so to speak. But for the time traveler, time and space are mere playthings. Tools manipulated to pay back petty slights. So, prepare yourselves for a tale of revenge that spans a million years. And remember, even with the best of intentions, time travel can be unpredictable. And with the worst of intentions, well, I guess we're about to see. Dann haben wir das Ganze nämlich richtig gedeutet mit der, mit dem Neid und der Rache. Und jetzt ist es so dankbar. Zeitmaschine? Ich will erst mal gucken. Außerdem, da fehlt die Sicherung. Die können wir nicht benutzen. Mhm, okay. Ja. Das heißt, die andere Seite ist wahrscheinlich dann Billy Billy Seite. Das hatten wir eigentlich schon mit dem Jahrmarkt, oder? Hä? Ja, aber die Charakterlevel, sagen wir so, mache jeder alleine. So gesehen. Das stimmt. Weil da beim Jahrmarkt musste man ja fast alles zu dritt machen. Guck mal! Billy Billy! Dann zeig mir mal eine Geschichte. Das ist das Jahrmarkt-Ding, oder? Ja. Die zweibeinige Frau. Oh. Nein, wie heißt sie? Die zweibeinige, merkwürdige Frau oder außergewöhnliche Frau? Die außergewöhnlich zweibeinige Frau, genau. Glaube ich. Und deine erste Liebe? Meine erste Liebe. Dass du auf sowas Abartiges wie zwei Beine stehst. Das ist unglaublich. Jeder hat seinen Fetisch. Ich stehe halt auf Beine. Zwei. Passiert dir was, wenn ich hier drüber stehe? Nein. Nur, dass ich die Ohren sehe. Also, liebe Zuschauerinnen, wenn ihr zwei Beine habt, gerade beim Dave Danielson melden, er sucht ganz dringend nach der großen Liebe. Mit zwei Beinen, die sehr außergewöhnlich sind. Die außergewöhnlich zwei Beine gefunden. Oh, komm schon. Wenn es wenigstens ein Bein oder drei Beine gewesen wäre. Das ist ja zu normal. Ja. Und laufen. So, dann mal gucken. Zeitmaschinen? Dann. Ja, aber da rechts war, glaube ich, auch noch was. Soll ich noch mal kurz gucken? Ja, machen. Bevor ich hier. Wahrscheinlich geht es dann da wieder weiter oder so. Oder noch eine Erinnerung.
Oh, das Geräusch geht mir auf. Oh, kann ich wieder gut? Nein, dann wäre es nicht zu spät. Ja, wirklich. Well, fuck. Und hier müssen wir entweder zu dritt oder hier, das dritt müssen wir so kaputt machen, ja. Wahrscheinlich mit der Zeit, wenn du in andere Zeit bist, ist es wahrscheinlich weg oder kaputt oder. Oder ich muss es kaputt machen und dann bleibt es kaputt. Keine Ahnung. Boah, genau, oder du musst es als kleinen Stein da schon wegnehmen, sodass er nicht mehr groß wird. Du bist jetzt in der Zukunft. Science. Ich bin mal, ganz kurz mal interessiert. Okay, da oben sind wir wieder in unserer Zeit. Und ich bin in der. Wir machen eigentlich einen Zeitsprung, wenn wir wechseln. Super. Du kannst vor. Ja. Oh, it's you. I thought we fired you. Still sorry about getting passed over for greatest employee of all time. I'm sure you saw my commemorative photo on the way in. Don't feel bad. My family has been working here for generations. I take that back. Do feel bad. Net. Net. Well, personality must not be a big hiring point here. Guck mal vorne bei Bester Angestellter, das hat gerade drauf. Hier haben wir erstmal wieder so eine Dose aus Monkey Island. Hä, sieht das nicht anders aus, als du gerade hier reingegangen bist? Die Leiter war da noch nicht, oder? Doch, ich glaube, ja, da habe ich die Sicherung her, glaube ich. Aber was mich wundert, ich habe so einen Hightech-Anzug. Der Greatest Employee of All Time Award comes with a pretty big raise. Have I rubbed that in yet? So. Ein Hightech-Anzug, aber keine Laserkanone, um ihn einfach mal zu brutzeln. Die sind verboten. Toll, der Typ ist überall. This exhibit features the ancient combustion engine, or as it was commonly known at the time, the Dino Hibernator. In the early 21st century, humans used these primitive engines to power everything from toothbrushes to toasters, even elevators. Ancient man's addiction to toast and teeth brushing quickly exhausted the world's oil supply. Once the precious substance was finally depleted, ancient man was forced to find more advanced sources of power. Research that led directly to the modern hover boot design. It also set the stage for the bad oral hygiene fashion craze we still see to this day. Ist er fertig? Das ist ja mal mega cool. Also ich finde die Story ziemlich cool. Ja. Und der geht wahrscheinlich, weil der Motor nicht geht. So, und hier ist die Leiter. Das ist ja mal mega cool. Dass das quasi das alles nach der Zeit spielt, wo er. Sag das doch vorher! Sehr gut. Archaeologists have yet to determine the original use of the Smurg. Thousands of these strange artifacts have been recovered at ancient dig sites around the world. People living in long gone eras often carried several in their pockets at all times, leading some experts to attribute to the Smurg a religious or mythological significance. Other historians dismiss this reasoning, claiming a more mundane use by teenage boys to twirl and braid their hair. We may never know the true use of the Smurg. What do you think it did? Das ist mega cool, dass die einfach so weit in der Zukunft sind, dass sie solche Sachen wie den Schlüssel einfach nicht mehr kennen und sich nicht erklären können, wofür das gebraucht wurde. Wobei ich natürlich auch die Ideen dafür sehr gut finde. Eine Krone oder ein Piercing oder natürlich auch zum Haare flechten. Ja, es ist schon ziemlich kämmen, gut. Das sind Haare kämmen. Ja, eben vom Flechten.